Hallo Leute und willkommen! Die Lage ist brenzlig. Im wahrsten Sinne des Wortes fackeln immer mehr Wälder in Deutschland ab. Und die Feuerwehren arbeiten bei hohen Temperaturen gegen die Flammen. Danke dafür an dieser Stelle. In anderen Ländern, die öfters mit Waldbränden zu kämpfen haben, kommen Löschflugzeuge schon lange zum Einsatz. Sie bringen Wasser an die entlegensten Orte und grenzen so das Feuer schnell ein. Wie viel Sinn hat so eine Kiste in Deutschland? Schauen wir uns diese Flugzeuge jetzt mal genauer an. Viel Spaß! Beginnen wir mal mit dem größten Modell, der 747 Supertanker. Von ihr gab es zwei Modelle, die von Evergreen International Airlines umgebaut und eingesetzt wurden. Nach der Insolvenz 2013 wurde ein Exemplar verschrottet und das andere verkauft. Dies ist noch bis heute im Einsatz. Sie kann 77.600 Liter Löschmittel aufnehmen und dank des druckluftbetriebenen Abwurfsystems das Abwerfen pausieren. Somit ist es möglich, mit einer Ladung mehrere Brände zu bekämpfen. Aufgrund ihrer Größe ist die 747 etwas eingeschränkt in der Manövrierfähigkeit, was nicht gerade von Vorteil ist. In Deutschland wurde sie nie eingesetzt und war auch nur mal für Werbezwecke zu Besuch. Weiter geht es mit der Douglas DC-10. Sie gibt es ebenfalls als Löschflugzeug mit weltweit 4 umgebauten Flugzeugen. Sie kann bis zu 45.000 Liter Wasser transportieren und abwerfen. Aufgrund der Größe ist sie ebenfalls eher für große Flächenbrände in entlegenen Gebieten geeignet. Mit Löschwasser wird sie wie die 747 am Boden betankt. Es bedarf dafür einer ordentlichen Rollbahn und große Tanklaster, die den Wasser- und Spritbedarf decken können. Die Ilyushin IL-76P ist ein weiteres Modell, diesmal aus dem Hause Ilyushin aus der Sowjetunion. Ihren Erstflug bewältigte sie am 25. März 1971. Mit ihren 4 Triebwerken schafft sie 42.000 Liter Löschwasser in die Luft. Diese werden in den Tanks des WPA-2 Rüstsatzes gespeichert. Der Rüstsatz kann binnen 2 Stunden im Laderaum des Flugzeuges montiert werden. Die Befüllung findet auch hier wieder am Boden statt und dauert je nach Leistung 10 bis 30 Minuten. Oha, schaut euch mal diesen Abwurf an! Das nächste Flugzeug ist sehr bekannt. Die Rede ist von der Martin JRM. Sie ist ein echter Oldie und flog zum ersten Mal am 3. Juli 1941. Sie war als Flugboot konzipiert und es wurden nur insgesamt 7 Stück bis 1947 produziert. Ein Wunder, dass die Dinger überhaupt noch fliegen. Im August 1956 wurden sie schon wieder aus dem Dienst der Navy genommen und später für $23.650 an ein Abwrackunternehmen verkauft. 1959 kaufte auf Wegen eines Piloten hin die Holzfirma Forest Industry Flying Tankers 4 Modelle und baute sie zu einem Löschflugzeug um. Heute fliegen nur noch 2 aktiv, die Hawaii und Philippine Mars. Sie können durch ihre Füllrohre Wasser während dem Flug knapp über der Wasseroberfläche aufnehmen. Ihre Tanks schlucken bis zu 27.216 Liter Löschwasser. Eine Flugstunde bringt etwa $5.000 Kosten und 5 Wartungsstunden mit sich. Die Beredjew BE-200 ist ein Amphibienflugzeug und wird von 2 Turbofans Triebwerken mit je 73,6 kN Schub angetrieben. Entwickelt wurde sie in Russland und ihr Erstflug absolvierte sie am 24. September 2008. In 8 Tanks im Kabinenboden kann sie bis zu 12.000 Liter Wasser speichern und zusätzlich in 6 Tanks im Frachtraum Löschmittelzusätze. Das Befüllen erfolgt wie bei der Mars mit 4 Füllrohren während dem Gleiten über das Wasser und dauert etwa nur 18 Sekunden. Als nächstes kommen wir zur Lockheed C-130 Hercules. Sie ist ebenfalls ein Transportflugzeug und wurde 1956 in den Dienst gestellt. Sie wird innerhalb von 2 Stunden dank des Modular Array Firefighting System zum Löschflugzeug und kann insgesamt 11.300 Liter Wasser abwerfen, die sie zuvor am Boden getankt hat. Die Beredjew BE-12P-200 ist der Vorgänger der BE-200 und ebenfalls ein Amphibienflugzeug. Ihr Erstflug fand 1960 statt und ihre Tanks fassen 6.000 Liter Wasser. Wie ihr Nachfolger kann sie das Wasser im Flug durch Füllrohre aufnehmen. Als letztes kommen wir zu den Brüdern von Canadair, CL-215 und CL-415. Beide Modelle sind direkt auf das Löschen von Wald- und Flächenbränden ausgelegt. Die CL-215 wurde 1969 in Dienst gestellt und ihre Tanks fassen 5.455 Liter. Sie war unter anderem 1975 bei der Brandkatastrophe in der Lüneburger Heide im Einsatz. Die CL-415 wurde
1994 in Dienst gestellt und ihre Tanks fassen 6123 Liter Löschwasser. Die Herstellung endete 2015 vom Bombardier und das Programm wurde an Viking Air verkauft. In Europa fliegt die CL-415 zum Beispiel in Italien gegen das Feuer und nimmt das Löschwasser ebenfalls über Füllrohre auf. Amphibienflugzeuge sind damit günstiger, da sie weniger Zeit zum Wasseraufnehmen benötigen. Außerdem holen sie es sich aus Seen oder Flüssen, wodurch es nicht zu Engpässen kommt. Da liegt aber auch das Problem, wo findet man einen so geeigneten See in Deutschland? Eine bisherige Alternative zum großen Löschflugzeug kommt aus der Agrartechnik. Hier werden Flugzeugmodelle, unter anderem vom Typ PZL M18 Dromedar, für die Düngung aus der Luft eingesetzt. Sie können insgesamt 2700 Liter Wasser am Boden nahe des Brandes tanken und über dem Waldbrand abwerfen. In Brandenburg am Flugplatz Küritz bietet ein privates Unternehmen die Löschdienste der Dromedar an. Auch befindet sich seit 2007 die deutsche Löschflugzeug-Rettungsstaffel mit den gleichen Modellen im Aufbau. Hubschrauber können auch zur Bekämpfung von Waldbränden genutzt werden. Dazu wird ein Löschwasserbehälter mit Löschwasser unter dem Hubschrauber über das Feuer befördert und punktgenau abgeworfen. Im Gegensatz zu Flugzeugen kann der Hubschrauber den Behälter unter ruhigem Gewässer im Schwebeflug auffüllen. Notfalls auch bei euch im Pool. Ha. Damit ist der vielseitig einsetzbar und kann im Falle eines Falles schnell umgerüstet werden. Als Beispiel sind in Deutschland der Sikorsky CH-53 der Bundeswehr und die AS-332 der Bundespolizei für solche Fälle im Einsatz. Laut Hartmut Ziebs, dem Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, brauchen wir keine Löschflugzeuge. Was denkt ihr? Hat ein hier stationiertes Löschflugzeug für euch Sinn? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, many happy landings und haut rein. Ciao.